Noch mehr Treibende. Ein kaputten Schwert mal eben. Ein Stufenschwert mal eben ein bisschen verletzt. Als Maul. Brauchst auch Geld, wie? Und hier liegen noch ein paar Leichen rum. Herrlich, wir haben eine ganze Familie begraben. Ach, das haben wir mal weggeworfen, weil wir zu schwer waren zum Ramwe. Können wir es irgendwo verkaufen? Wenn ihr. Einbruch der Dunkelheit kam ich mit zwei Hasen zurück. Es war niemand da, mich zu begrüßen. Weder meine Frau noch meine Großmutter. Hier ist auch eine Truhe. Ein Dämon muss sie aufgespürt haben. Nein, Menschen. Überall waren Fußspuren. Sollten wir erstmal eine Truhe ablegen? Ich muss pissen wie ein Stier. Der alte Numan hat mir neulich ein Geschenk dagelassen. Die Schwarze. Pasta. Welches Schwert haben wir eigentlich gerade ausgerüstet? Das hier. Das ist das Schwert, was wir wollen. Ach, die Rüstung. Ja, sieht doch hässlich aus. Ach du Schande. Schaden. Das ist 188 Schaden, das ist schon viel besser. Mit 20. Jetzt sollten wir das Schwert wechseln, auch wenn das episch aussieht. 231 Schaden. Silberschwert. Silberschwert mit 189 bis 231 Schaden. Oh ne, nein, das nicht. Und das lohnt sich. Irgendwie können wir da keine Runen drauf setzen. Dann behalten wir doch das Schwert hier. Macht genug Schaden. Wenn man nicht zu geben weiß, bekommt man auch nichts. Willst du behaupten, ich bin nicht gut im Leben? Okay, ich wollte hier mit ein bisschen abladen. Okay, die können wir gebrauchen. Okay, Handschuhe haben wir an, Rüstung auch. Ein bisschen Rüstung ablegen. Okay, da können wir nochmal drüber nachdenken, ob wir die mal nutzen. Die nicht. Okay, ich habe hier noch mehr abzunehmen. Dieser oben behalten wir erstmal noch.
Okay. Questgegenstand hier oben. Okay. Bist du nicht zu alt zum Rumholen? Mit wem sollen wir reden? Mit denen hier oder mit? Die Schwarzen? Redania? Geh weg! Hauptsache die Schwarzen. Und schlagen nur meine Hübsche. Hauptsache die Schwarzen. Und schlagen. Triff heute schon am Morgen im Rosmarin und Thymian. Ah, okay. Am Morgen. Ist mitten in der Nacht. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht. Und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Was fragt ihr mich? Na, die holde Dame kann sich offenbar nicht entscheiden. Und Meister Rittersporn sagt, dass er hin und her gerissen ist zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration. Aber dass er uns Bescheid geben würde, so wie wir eintreffen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also, würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt? Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Kabarett ist eine Art Theater. Die Dekoration soll dazu passen. Die Boudoirs, die passt zum, besser zum Kabarett, was auch immer der ist. Rittersporn macht das für dich, also entscheide du. Von mir aus. Boudoir kommt mir bei einem Kabarett passender vor, solange wir es mit den Polstersesseln nicht übertreiben. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit den Nasebohren. An die Arbeit. Rittersporn hat wirklich das Geld. Dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational. Die Perspektive war gerade etwas seltsam. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Naja. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Finde Rittersporn, na toll. Ich sag doch, wir brauchen heute noch die Zeit für Nebenquests. Was schreist du so rum? Wenn er ein bisschen gewankelt. Komm schon, das war nichts. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts. Maul halten. Aha. Ein Greifer hier. Weg da! Wo gehst du hin?
jetzt einen Kampf zu verlieren. Dafür wirst du bezahlen. Mama. Ein paar Banditen weniger in der Stadt. Ein paar Streitkolben mehr. Der ist verkrankt und das gilt nicht. Natürlich. Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal. Was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgeregt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Polly? Ist das nicht ein Name von dem Film? Geh zurück, ich trete die Tür ein. Das ist ein Papageiname. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat... Hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Na dann brechen wir die Tür auf. Gut, suchen wir den Schlüssel. Damit meine ich, brechen wir die Tür auf. Mörder, zu Hilfe! Wo würde sie... Geht wohl doch nicht. Schon mal der Fußmatte nachgeguckt. Du kommst mir bekannt vor. Ah, der Schlüssel. Verdammt, wo würde sie... Hallo. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie! Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt! Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch! Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel! Ich hab dich höflich aufgefordert. Du wolltest bloß nicht hören. Und ich bin nicht der Typ für zweite Chancen. Halt dich da raus, Mutant! Sonst ist es am Ende noch dein Schädel, der eingeschlagen wird! Meine Herren, bitte! Da, bitte. Ein Wort zu viel. Du verfluchter Bastard! Ach, muss das jetzt sein? So haben wir das. Tut mir leid, Liebes. Gerard lässt sich manchmal hinreißen. Ach, vielleicht ist es besser so. Bei der Schlägerei hatte ich gar kein Mitleid. Das heißt dann wohl, dass ich mir die Gefühle für Rubio nur eingebildet hatte. Du bist nicht sauer? Nein, dankbar. Ich brauchte wohl einen solchen Schock, um zu merken, dass es mit Rubio und mir nicht funktioniert. Ich würde gern mal was Neues versuchen. Wäre froh, mit eurer Revue anzufangen. Wunderbar. Dann sehen wir uns im Rosmarin und Thymian. Ah, ja.
Wir sollten zum Rosmarin zurückgehen. Priscilla macht sich bestimmt Sorgen. Ich muss noch bei Rautlek vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Ich gehe zu Rautlek und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Ab zum Hafen. Dann haben wir die Quest hoffentlich bald abgeschlossen. Dann haben wir noch die Quest vom Zwerg und dann würde ich sagen, begeben wir uns nach Skellige. Machen wir am nächsten Stream dann noch den Zwergenquest und dann auf nach Skellige. Ich suche Rautlek. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der Halbenstadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub? Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Und ich hab gedacht, wir können das friedlich klären. Das ist nicht dein Tag. Oh Mann. Das Thema Stress haben wollen. Verdammt. Alle immer auf Stress aus. So eng hier der Raum. Meine Fresse, wir sterben hier noch. Der Raum ist zu eng. Na gut. Sag mir, was du willst, verdammt! Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautlek? Wo ist der? Wie immer. Auf dem Anwesen der Wegelbut. Die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Anwesen der Wegelbuts. Na, das ist doch klar, dass ich sage. Na toll. Was soll dieser Wesen fragen? Das ist kein Wesen. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Letzte Möglichkeit, üble Bücher. Was ist nochmal? Herr hört! Herr hört! Das Feuer ist nicht. Alle Reiter! Die Ehre des Wegelbuts, rasch zu rennen! Rennen bei den Wegelbuts. Kanalisation fließen, fließen. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Ich um meine eigenen Sachen. Kein Brot, kein Geld. Das beste Angebot, weit und breit. Den Kriegsveteran. Hilfe, rette mich. Ich sterbe. Warum musste sich dieser Magier ausgerechnet in meiner Gasse? Arme mit einer Bibliothek. So. Vor langer Zeit habe ich einer Frau vertraut. Sind wir bereits da? Unsere Welt wird brennen. Diejenigen, die tugendhaft waren, rettet uns vor dem Bösen. Oha, das sieht hier gar nicht so aus. Schnell mal eine Schnellreise. Da hätten wir noch lange laufen können. Ah, hier. Hier sind wir jetzt. Da war der Maskenball. Die reinste Harmonie.
Magie zwischen Ross und Reiter. Man könnte sie für ein gestandenes Liebespaar halten. Welch? Ich würde gerne am Rennen teilnehmen. Nein, würde ich nicht. Wenn du das Startgeld zahlen kannst und dein Pferd hast, warum nicht? Entscheide dich bitte schnell. Gleich beginnt das Rennen. Pass bloß auf, wir werden unsere Anteile an den maritimen Unternehmen verlieren. Aufrichtige Entschlüsse fallen mir. Sprich mit Raumzweck. Mit wem soll ich denn dann wetten? Komm, machen wir es. Noch eine Wette. Ich muss einen Raumzweck. Dino. Wir werden uns ein Naut hier. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Vielleicht stimmt. Ja, viel zu tun. Ja? Aufrichtige Entschuldigung. Wo ist denn der? Hier ist er. Bist du Rautleck? Henry Rautleck, Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich de Louvertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Okay, das dürfen wir hinkriegen. Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. Los, lauf! Wir sollten jetzt hier nicht verlieren. Einen Vorsprung gewinnen, auf die Ausdauer achten, das haben wir ja schon ein paar Mal hier gemacht. Jetzt können wir wieder Oh nein, verdammt. Das war ein Scheiß. Ich bin so gut wie tot. Zeit für ein sichereres Klima. Kovir vielleicht? Ich hätte es gewonnen. Gute Idee. Da wollen derzeit viele. Nutzt das nicht Plakat dahin. Auch Halblinge? Weniger, aber angeblich ist jeder willkommen, egal aus welchem Volk. Dann wird's Kovir sein. Vielleicht habe ich da wieder mehr Glück. Leb wohl, Freund. Bestellmeister Ritter. Oh Scheiße, das tut mir jetzt leid. Grüße. Und meine aufrichtige Entschuldigung. Ich habe das scheiß Wettrennen verloren. Auf zum nächsten Schnellreisepunkt. Müsste hier sein.
dann schnell zurück in die Stadt und die Quest beenden. Schnellreise. Okay. Auf zu Rittersporn. Das Chamäleon. Heute fangen wir in G-Dur an und... Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Nein, gar nicht. Aber ich hätte doch etwas, du weißt schon, theatergemäßeres erwartet. Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen? Es ist kompliziert. Viel komplizierter, als du dachtest. Rautleck steckt in Schwierigkeiten. Ich fürchte, du musst ohne Plakate auskommen. Ich nehme an, es ist besser, wenn ich es nicht genauer weiß. Ach, ein Desaster. Hoffentlich leidet die Popularität des Chamäleons darunter nicht. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt, aber man assoziiert themerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht. Das? Klingt insgesamt einfach besser. Was ist mit der Choreografie? Habt ihr für die Eröffnung was Besonderes vorbereitet? Nicht wir, sondern Polly. Sie ist unbezahlbar. Kam rein und hatte die Mädchen auf Linie, bevor ich Unterwäsche sagen konnte. Bei der Premiere wird es stehende Ovationen geben. Und kniende gleichzeitig. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Ja. Keine Ursache. Sehen wir zum Abschied noch ein Schauspiel. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Warum nicht? So lobe ich mir das. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand hat zweifeln lassen. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Oh, das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Für Rittersporn. Sie verspätet sich. Natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie das. Sie wirft sich bestimmt nur in Schal. Das dauert, weißt du? Dann ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie... Was? Sprich, Mann. Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Ach du Scheiße. Man hat sie ins Vilmerius Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt. Komm mit, bitte! Oh, nö. Natürlich. Geht dieses Quest gar kein Ende. Wer hat sie denn angegriffen? Götter! Priscilla! Wird sie es überleben? Das halte ich für sicher.
Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Verzeihung, ach, du Scheiße. Bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's? Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie, bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophagiale Verätzungen. Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Ach du Scheiße. Wer war das denn? Wer könnte das getan haben? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie nicht das erste Opfer dieses Täters ist. Wie kommst du darauf? Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das, Herr? Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Geralt, ich weiß, du hast was gut bei mir, hundertfach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Finde den Bastard, der das getan hat. Finde und töte ihn. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rittersporn, überlegen wir, was wir tun können. Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Schaut nicht so perplex, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben. Wie bei tumorösem Geschehen. Mhm. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventivmedizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Nein, ich muss erst noch was erledigen. In diesem Fall treffen wir uns beim Eisvogel. Ich warte dort. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rittersporn. Selbst wenn's Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke. Okay, wir haben noch eine weitere Quest, die wir jetzt natürlich machen werden.